Ja. Sicher? Ja, sicher. Wenn das ADAC-Fahrzeug hat, er nicht herum. Tag. Das ist ja ein geiler Auftritt. Moin. Ein echt starker Auftritt, den habt ihr ja gut drauf, ey. Und kann man da was machen? Okay, das ist ja nicht mal genau an hier. Okay. Vorher gerade, wohin? Wie ist denn das passiert? Jetzt sag mal, Eichhörnchen. Ein Eichhörnchen hat den Weg gekreuzt und bin ausgewichen. Ah, okay, ein Eichhörnchen. Dann werde ich das mal kurz referieren, ja? Frag mal, was das macht. Reifen haben wir dabei, das ist kein Problem. Was wird das denn kosten, frag mal. Kannst du die kurz aus dem Auto holen? Oh, mach ich. Mach ich keine Schau, Junge! Ach, mach hin, okay. Ich verhungere. Haben wir auch Sprit mit da? Naja, gut. Gut, muss man nachfragen, wo wir tanken mal können. Ja, zieht die Reifen mal auf, ich guck mal nach der Lenkung, nach der Achse und nach der... Ja. Jetzt machen die so einen Aufriss da. Haben sie aber Glück gehabt. Wirklich nur die Reifen. Okay, die Felge ist zum Glück noch intakt einigermaßen. Was war das denn? Hast du gehört? Ja. Ist bestimmt... Alter! Na, die Achse ist auch noch okay, Federung ist auf der Seite noch okay. Wie sieht's denn auf der anderen Seite aus? Ja, hier ist eigentlich auch alles in Ordnung. Ich glaube... Okay. Ja, der Wagen sollte eigentlich noch sicher fahren. Wir können ja sonst nochmal... Kurzer Ratsch. Ihr fragt mal, wie man tanken kann. Wie man denn das schaffen kann. Klemmt hier ein bisschen. Okay. Na also da. Gut, wunderbar. Da sind die Reifen drauf. Gut, wer von euch zwei Hübschen ist denn der Besitzer? Ich bin der Besitzer, hier. Okay, dann hätte ich von Ihnen einmal gern die ADAC-Mitgliedschaftskarte gezeigt. Das ist gerade nicht... Habe ich nicht dabei. Okay, dann muss ich kurz mal meinen Azubi die Servicegebühr von 2000 Dollar stellen. Das geht ja. Ja, das tut mir leid. Nächstes Mal bringen Sie einfach den Ausweis mit, dann wird das vergünstigt. Moment. Okay. Wir wurden zum einfach beim Tisch gezogen, ey. Ich glaub's nicht. So, hier ist Ihr Ticket. Das müssten Sie dann... Ja, okay, danke. Ja gut, dann wünsche ich Ihnen noch eine schöne Weiterfahrt und bauen Sie bitte keinen Unfall mehr und vielleicht nehmen Sie sich einfach selbst ein Repair-Kit an der nächsten... Marich. Ja? Sie müssen die Servicegebühr annehmen und nicht weigern. Sie müssen das annehmen. Ach so, ja gut. Ich dachte, ich habe das jetzt schon bezahlt. Ja, dann werde ich das nochmal schicken, ja? Nee, Sie haben es abgelehnt. Ja, Moment. Dann schicke ich Ihnen das nochmal. Genau, jetzt wunderbar. Alles klar. Kriegt die Unterschrift an der richtigen Stelle. Jo, dann wünsche ich mir eine gute Weiterfahrt. Ja, danke schön. Und ich hoffe, dass wir uns nicht so schnell wiedersehen. Ja, das hoffe ich auch. Ja. Okay, dann macht's gut. Ne? Tschö. Schönen Tag noch. Tschüss. Die Uhr im Nachhinein. Yes. Ja, die Felge hat da ein bisschen was, aber... Oh, die Achse sieht nicht gut aus. Also jetzt die Mitgliedskarte. Ich werde einfach Auto geschickt weg. Fuck you.
2000 hast du jetzt bezahlt. Ja. Oh, eine Tanke. Das war jetzt wieder knapp. Nicht noch mal Hallo hier oben. Kommt noch mal. Ein Eichhörnchen ist die Straße übergelaufen. Ich bin ausgewichen. Dann musste auch lachen. Ja, jetzt bleib mal stehen hier. Ja, so. Ich komm mit Helikopter an. Weißt du, lassen das Auto einfach ab und dann fahren sie noch. Echt. Da. Boah, ich bin gleich am Verhungern, ich hab nur noch 5. Ja. Was machst du? Oh nein. Was? Nein. Hier kannst du Bock mehr. Jetzt ist Schluss, Alter. Matze, hey. Jetzt reicht's. Hier war noch einer. Hallo? Ich hab's auch gehört, aber Mann! Warum musst du denn... Ich wusste nicht, dass der Zaun den Wagen direkt mir zu Schrott fährt. Ey, wir sind... Ich verhungere. Ey, wär ich gelaufen, ich wär schon wieder zu Hause. Hallo. Hallo. Ich drück da gar nicht. Hallo. Ja. Dritte! Statt einer Abstimmung mach ich fährt nicht mehr. Das ist mein Wagen gewesen! Ja! War hier ein Zaun? Ja! Doch, hier ist ein Zaun! Hier ist doch noch der Pfosten, siehst du doch! Ach, der war offen! Hier ist der Zaun! Hier ist. Kannst du auch nicht mehr fahren? Die Reifen sind. Guck mal, das Gummi ist ganz weg. Nur auf Felgen. Läuft doch. Schön auf der Straße stehen lassen. Das haben wir schön reinknallt. Das lohnt sich auch für dich dann. Ich hab schon 2 Strafzettel gekriegt. Na komm. Hat keinen Sinn hier. Warte, ich muss noch Lichter ausmachen, das ist ja unverantwortlich. Ja, komm. Ich verhungere jetzt einfach im Lauf. Wo bist du? Was machst du? Hast geguckt. Wieso willst du nochmal ADAC anrufen? Nix. Und ich hoffe, sie fahren ein bisschen neu. Keine 5 Minuten wieder. Kurz aus der Tanke raus. Oh Mann. Ich hoffe, mich fährt jetzt jemand um. Hier fährt doch keiner her. Ich habe keinen gesehen hier.
Weil Durste. Ich glaube, ich muss erstmal was trinken. Ja, ich habe kein Essen. Tag, sofort wieder 100. Da essen wir noch einen Apfel. Echt? Du hast noch einen Apfel? Nee, ich hab gar nicht. Ich hab leider nur Wasser mit. Ey, hoffentlich pennen die jetzt alle. Die wenigstens in Ruhe sterben können. Wir retten dich wieder aus der Wildnis. Ich komme ja einfach nicht aus der Gegend raus, ich muss mal durch die Stadt laufen. Ich weiß gar nicht, wo wir sind, ey. In Stavros. Wirklich? Wir sind gleich schon wieder im Heroinfeld, ey. Wir kommen nicht. Das war eine Idee. Hier fahr ich nie wieder hin, ey. Ja, ich fahr dann. Erst mein Auto, zweimal deins. Nee, es ist sogar das vierte Mal, ne? Das ist ja, einmal deins, einmal meins. Vorne in der Stadt einmal kurz. Und dann hast du einmal repariert. Ja, genau. Dann alle erzählen noch einmal. Jetzt lassen wir wieder stehen. Sollen wir mal Hauptstraße langlaufen oben? Vielleicht lebst du das denn noch? Ja, guck mal, oben auf der Karte, diese rote Straße. Dann kommen wir auch da an der Garage und so alles was vorbei. Da können wahrscheinlich unsere Fahrzeuge drin sein, die abgeschleppt wurden. So, mal. Was ist? Lauf! Freund. Hallo? Ja. Hör dich? Ich spiele! So, Leute. Wir sind jetzt auch. Auch da. Es? Heaven Prince is here. Wir haben euch am Stell. Wir haben euch am Stell. Gleich rufe ich den ADAC an, dann seid ihr aber dran. Die Kommunalität kommt an, so ein Scheiß. Jetzt sind weg. Warte mal, lass mal links, rechts durchs Feld laufen, dann sind wir schneller an der Straße. Hören wir nur reden. Auf einmal alles still. Die planen da irgendwas. Ich hätte uns eigentlich anschleichen müssen. Nein. Ich hab euch gehört. Ich bin jetzt der Boss. Ja, nix weiß, das ist das Problem. Oh, die machen jetzt Jagd auf uns. Ja. Ach, keine Ahnung. Was ist das? Hallo, stehst du mit auf der Straße? Ich höre euch. Nicht, dass du dich irgendwo versteckst. Boah, ich bin mehr gelaufen als mit dem Auto. Fahren, ey. Ich Kilometergeld von dir. Ich bin reich? Wirklich? 64.000. Und verreckst, Alter, weil du keinen Apfel hast. Nix. Ah, ich hab auch noch 45, ey. Ich hätte nicht gedacht, dass die Rettungsaktion so lange dauert. Was ist denn Rettungsaktion? Meine Rettungsaktion? Ich wäre schon längst zu Hause.
siehst du das unten links im Chat, wer spricht? Hallo, 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 hallo? Nö. Hast mich aber gehört, ne? Ja. Was hat er denn? Haha, ihr fickt eure... Keine Ahnung, Mutter. Get alive, you have no hands. Du Kevin. Hä? Ist Kevin nur eine Beleidigung heutzutage? Sieht es schon so weit nah, mir zu beleidigen, ey. Ich glaube, ich fange bei den ADAC an, ey. Die haben voll den geilen Auftritt. Ehrlich, Alter. Ja, ich habe kein Essen mehr. Ich brauche dringend was zu essen. Ey, ich höre hier welche, Matze. Oder? Ne, red mal was? Ich glaube, das war im Fernsehen dann. Ich höre nichts. Ne, dann ist es bei dir. Ne, ne? Ein Helikopter. Das hört sich voll kaputt an, der Helikopter. Der ist voll am Längen, ne? Ey, bei mir. Aber geht. Bei mir ist warum bin ich nicht, kann ich dich nicht ausräumen? Liegst du jetzt einfach da rum, oder? Ja, ich bin tot, ich bin bewusstlos. Warum sie jetzt noch 4 Minuten warten? Hoffentlich kommen die wieder. Hätten die... Nein, renn schon mal weiter ruhig. Renn ruhig weiter. Renn, geh weiter. Du musst jetzt einfach nur, guck mal auf und dann ist gleich die Hauptstraße da, wo wir waren. Ich weiß. Ja, geh ruhig weiter. Es bringt doch nichts hier zu warten. Wir treffen uns dann in der Hauptstadt. Das ist ein Truck. Ruf ihn. Hilfe! Hilfe! Jetzt guck auf den Boden. Das war... Hast du kein Geld, Alter, mit? Nein! Schade. Dann hätte ich mir was zu essen schon vorher geholt. Wir waren doch in der Stadt, ich habe auch keinen Automaten gefunden, deswegen bin ich auf der Suche nach einem Auto. Hier war einer. Hilfe! Ja, geh einfach weiter. Versteck mich. Geh einfach zur Stadt. Es sind noch 3 Minuten.